herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es meine All-Time-Must-Haves in Pflege und Beauty. Und ich habe einen kleinen Karton da vorbereitet, wo alles drinnen ist, und das zeige ich euch jetzt. Ins Abschminktüchern. Die sind von BB. 5 in 1 pflegende Reinigungstücher, feuchtigkeitsspendend, augenmild, ohne Alkohol und extra sanft für trockene und empfindliche Haut. Und entfernt 99% wasserfestes Make-up, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich eigentlich fast nur wasserfeste Mascara verwende. Die Packung sieht so aus. Meine liebste Zahnpasta ist von Colgate White Teeth. Diese hier. Lieblingshandcreme ist von Balea mit Aloe Vera. Spendet intensive Feuchtigkeit, 20% Aloe Vera Gehalt für beanspruchte Hände. Ich habe das Problem nämlich oft bei Handcremen, die ziehen dann nicht schnell ein, und diese schon, die riecht auch noch gut. Und ja, mein liebstes Gesichtswasser ist ebenfalls von Balea. Hautrein Gesichtswasser mit Salicylsäure und Zink, spürbar reinere und intensiv geklärte Haut, wirksam gegen Pickel und Mitesser, klärt Poren tief. Für unreine Haut. Sieht so aus. Meine liebste Tagescreme ist ebenfalls von Balea. Reichhaltige Tagescreme mit wertvollem Mandelöl für trockene und sensible Haut. Sieht so aus. Und da kann ich euch gleich die Nachtcreme auch zeigen, weil die ist quasi dasselbe, nur für die Nacht. Mit wertvollem Mandelöl eben auch. Es steht genau dasselbe drauf, nur ist es halt für die Nacht. Also ja. Dann tatsächlich bin ich wieder altmodisch geworden, weil ich mochte diesen Nagellackentferner, wo man einfach den Finger reinsteckt und dreht, urgerne. Aber mittlerweile bin ich wieder altmodisch und habe diesen ganz normalen von Today am liebsten. Nagellackentferner acetonfrei für Kunstfingernägel geeignet mit blumigem Duft. Ja, blumiger Duft ist jetzt übertrieben, ist halt Nagellackentferner. Aber den mag ich am liebsten. Da verwende ich maximal 2 Wattepads. Und dann mein Lieblingsshampoo ist von Schwarzkopf. Glam Vital grüner Apfel, Naturwunder Shampoo, Geschmeidigkeit und Frische für normales Haar. Sieht so aus. Ja, das ist, riecht so unglaublich gut und pflegt auch total gut. Ich hatte ja auch schon von Balea das grüne Apfel, aber das von Glam, also ist für meine Haare besser. Ich wasche mir so 1 bis 2 Mal in der Woche die Haare. Und das geht mit dem auch voll eher. Heute muss ich auch schon Haare waschen. Also sorry für den Anblick, aber ja. Ich wollte dieses Video jetzt unbedingt noch drehen. Meine liebste Lidschattenpalette ist von Manhattan. Amazing Eye Contouring Palette 005 Wow Edition. Sieht so aus. Allerdings, ich habe diese Palette zwar noch nicht verwendet, aber ich liebe die Farben und die wird, glaube ich, auch eine zu meiner Lieblingspaletten mit diesen wunderschönen Blau-Silbertönen. Das ist die von Essence Eyes Eyes Baby Eyeshadow Palette. Und von Blush her habe ich hier das, was ich in dem Tauschpaket mitgehabt habe. Colourpop Breast Power Check, Powder Check Crossroads Blush. Aus und ist so und ist sehr dezent, was ich sehr, sehr schön finde, und ja, die Farbe ist einfach wunderschön. Einen Powder Blush ist es quasi dasselbe, aber ich muss es euch einfach zeigen, weil es so wunderschön ist. Schaut mal, ist das nicht mega schön? Und ja, die Farbe schaut so aus. Ist auch sehr dezent. So, und dann habe ich hier noch einen Bronzing Powder Matt von Catrice Cosmetics Sun Glow. Sieht so aus. Das ist in der Farbe 035 Universal Bronze. Dann
dann mein liebstes Parfum ist von Calvin Klein. One Shock. Habe ich mal geschenkt bekommen. Und ich liebe diesen Geruch. Also es ist immer noch viel drin, obwohl ich es fast täglich verwende. Das ist so gut. Der Geruch ist einfach total meins. Jetzt kommen wir zu meinem liebsten Duschgel. Das ist auch von Balea und zwar Sternfrucht und Melone. Ich liebe diesen Duft. Der ist so angenehm unter Dusche. Und ja, das ist mein Favorit logischerweise. Mein Lieblingsdeo ist ein Deo zum Rollen. Erstaunlicherweise, weil sonst habe ich immer das Pink Passion in die Kamera gehalten. Aber diesmal nicht. Und zwar ist mein Lieblingsdeo von Balea Soft Orchid 0% Aluminium mit Brombeer und Orchideenduft. Sieht so aus. Ist halt so ein kleines und ist halt zum Rollen. Aber ich mag den Geruch sehr, sehr gerne und es bringt mehr als der Pink Passion Duft, finde ich. Zumindest zur Zeit. Liebster Nagellack ist von Look by Bieber All In. Ja. In der Farbe 570 Royal Blue, das ist so ein hellblau. Der geht einfach immer. Also, ja. Wenn ich nicht weiß, in welcher Farbe, dann nehme ich die Farbe, weil die geht immer, wie gesagt. Ich liebe dieses hellblau. Meine Lieblingsmascara ist von Catrice, die Clement Doll Volume Mascara in Waterproof. Sieht so aus. Und die Bürste sieht so aus. Die letzte Kategorie ist für die Lippen und da habe ich zwei Lippenstifte. Einmal von Essence My Power is Earth Matte Lipstick in der Farbe 02 Down to Earth. Ist so ein, schaut so aus, wenn man das erkennen kann. Ja. Und der andere ist ähnlich, aber doch anders. Und zwar von Essence Lipstick. Ja, der war in einem im Adventkalender drinnen, deshalb weiß ich nicht, wie die. Also gibt es keine Nummer halt. Und das sieht sehr ähnlich aus, aber ist doch ein bisschen anders. Ja, Karton ist leer. Somit ist das Video jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Also ihr habt ja dafür abgestimmt, also ein paar Leuten hat es auf jeden Fall interessiert. Und ja, eine wichtige Info ist noch, und zwar werde ich eventuell bald in der Klinik wieder aufgenommen. Das heißt, ich muss dort erst wieder absprechen, ob ich Videos machen darf und wenn ja, über was und was ich zeigen darf und was ich nicht zeigen darf und ob ich wieder nur draußen in der Natur Videos machen kann. Je nachdem sind mir dann Sachen halt auch möglich oder nicht möglich. Ich nehme mir so ein kleines Stativ mit, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob ich dann Internet zum Hochladen habe. Das müsste ich dann über die mobilen Daten machen vermutlich. Also das ist alles noch ein bisschen in Schwebe, aber ich mache auf jeden Fall ein Video, bevor ich, also ein Infovideo, es kommt auf jeden Fall ein Infovideo, bevor ich in die Klinik gehe, also wo ich euch dann sage, wann der Termin ist. Genau. Bis dahin kommen hoffentlich noch ein paar Videos von mir und ich hoffe, man sieht sich in einem von diesen Videos dann wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!